Okay, das alte Thema, Installation. Wie installiert man einen Wasserfilter bzw. einen Wasserionisierer? Ich fange mal an mit unserem einfachsten Wasserfilter. Die einfachsten Wasserfilter allgemein werden hier am Wasserhahn mit so einem Umschaltventil installiert. Mit so einem Umschaltventil, der anstelle Ihres Siebstücks an Ihrem Wasserhahn, einfach der wird weggeschraubt und dieser wird dran geschraubt und dann kann man auswählen, soll das Wasser hier raus, sozusagen durch diesen Schlauch, oder soll das Wasser hier runter, sozusagen da raus. Das heißt, soll das Wasser so raus oder soll das Wasser in den Filter hineinfließen. Das ist die leichteste Installation, die man sich so vorstellen kann, am Wasserhahn per Umschaltventil. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass Sie keinen Niederdruckboiler, einen Warmwasserboiler unter der Spüle haben, weil Niederdruckboiler möchten keinen Gegendruck haben. Aber das wissen Sie wahrscheinlich, weil wenn Sie einen Niederdruckboiler haben, dann können Sie gar nicht dieses Siebstück am Ende abschrauben. Wenn Sie fertig sind mit dem Abfüllen, wird der Wasserhahn ausgemacht, umgeschaltet und schon geht Ihr Wasserhahn ganz normal weiter. Ich zeige das Ganze jetzt mal an einem Wasserionisierer, das ja ein bisschen komplizierter zu sein scheint, aber im Prinzip ist es eigentlich dasselbe Spiel. Man hat hier ein Umschaltventil, wie gezeigt. Wenn man normal Leitungswasser will, heiß, kalt, kann man hier anmachen an Ihrem Wasserhahn. Es fließt ganz normal, ein bisschen verlängert, das Siebstück, das Wasser aus Ihrem Wasserhahn heraus. Wenn Sie dann basisches Wasser wollen, zeigen Sie, da geht es, soll das Wasser hier durch diesen weißen Druckschlauch durch. Hier sehen Sie, da ist ein Durchflussmengenregler noch dazu. Der wäre jetzt bei diesem Gerät nicht notwendig. Und der steht jetzt nämlich so in Richtung off. Und wenn ich jetzt dann basisches Wasser haben will, habe ich jetzt anstelle eben so, habe ich jetzt umgelenkt, mach an und siehe da, er startet. Ja, er startet und der Durchfluss ist schon hier durch diesen Durchflussregler schon eingestellt. Den kann ich noch ein bisschen variieren. In dem Fall könnte ich auch, wenn ich einen Durchflussmengenregler hier habe, das ist sozusagen das gleiche wie hier am Gerät. Und wenn ich fertig bin, mache ich am Wasserhahn wieder aus. Er stoppt und wenn ich dann wieder umlenke, habe ich meinen Wasserhahn wieder ganz normal. Das ist die typische Wasserhahninstallation. Sogar an Brausewasserhähnen wie diesem Modell hier, wo man sich denkt, so, wie soll ich denn da jetzt so ein Umschaltventil dran schrauben? Doch, es geht. Da gibt es verschiedene Adapter. Für alle möglichen verschiedenen Wasserhähne haben wir auch die passenden Adapter dazu. In dem Fall haben wir einen langen Adapter verwendet. Dieser Adapter ist jetzt hier drin, wobei in dem Fall gar nicht. Aber dann nimmt man typischerweise trotzdem eben diesen Adapter, der kann dann schön bis tief rein. Man hat auch hier so eine Grifffläche, um auf und zu machen. Das ist der Langadapter M22. Und hier haben wir dann noch zum Beispiel ein anderes, der hat dann hier, wenn Ihr Wasserhahn hier extra dünn ist, dann würde dieser Adapter gehen, der hat glaube ich 16. Ne, der hier hat, das sind die beiden gleichen. Da gibt es einen mit 16, da gibt es einen mit 18 und dann gibt es auch noch welche Wasserhähne, das sind dann so Dünnwand, das ist ein Dünnwandadapter, der muss dann hier so drauf, weil beim Wasserhahn das irgendwie so kompliziert ist, dann kann man den hier nutzen zum Beispiel. Und so gibt es die alle möglichen Adapter, die Standardadapter sind schon dabei und die passen eigentlich so bei, ich sage mal 95% der Fälle, entweder dass man ohne Adapter direkt am Wasserhahn arbeitet oder über einen Adapter kommt man zu 95% der Wasserhähne hin. Somit hat man einen Ionisierer an den Wasserhahn installiert oder auch einen Wasserfilter. Und die andere Variante ist, bei den besseren Wasserionisierern kann man Wasserionisierer auch fest installieren. Zum Beispiel den AccuVolta Basic könnte ich auch fest installieren, weil diese Druckschläuche, diese 1/4 Zoll festen Druckschläuche, die erlauben es, dass ich ein T-Stück verwenden darf. Das ist ein T-Stück. Dieses T-Stück, wenn das Ihr Eckventil unter der Spüle ist, wir haben es hier extra oben hingebaut, aber dieses Eckventil wäre ja unter der Spüle. Wenn dieses Eckventil da dieses 3/8 Zoll Anschluss hat, typischerweise, können Sie ganz einfach, der Schlauch wäre ja normalerweise da drauf, können Sie ganz einfach dieses Teil dazwischen schalten, dann geht Ihr Kaltwasseranschluss weiter, in dem Fall ins Nichts, aber bei Ihnen würde er an Ihren Wasserhahn gehen.
und dann haben sie das T-Stück hier installiert und dann geht es wieder mit diesen Druckschläuchen weiter. Und hier ist dann auch ein Durchflussregulierer, dass man sozusagen den Durchfluss hier gleich am T-Stück reduziert. Dann braucht man theoretisch dieses Teil nicht. Oder auch hier den, da braucht man dann nicht. Wobei in dem Fall braucht man den schon, weil wenn man dieses Gerät fest installiert, dann macht man den immer hier an, aus sozusagen an. Macht man den an, aus immer hier an diesem und nicht wie vorhin gesehen am Wasserhahn. Das heißt, der ist fest installationsfähig und für den Wasserhahn besonders geeignet. Die Festinstallation, die geht auch dann bei diesem Gerät, der auch an Wasserhahn angeschlossen werden kann. Der kann auch an Wasserhahn angeschlossen, hat den Drehregler und kann auch fest installiert werden. Der Untertisch wird nur fest installiert, weil Sie wollen ja nicht den Untertischgerät an den Wasserhahn installieren. Der ist ja sowieso unter der Spüle verbaut und da nutzt man idealerweise das T-Stück. Der wird fest installiert oder am Wasserhahn installiert. Genauso, fest installiert oder am Wasserhahn installiert. Bei der Festinstallation kann man sich jetzt entweder so ein Halbzoll-T-Stück, das ist hier Halbzoll, ja, oder ein 3/8 Zoll, das hier ist ein 3/8 Zoll, ist ein bisschen kleiner. 3/8 Zoll senden wir immer standardmäßig mit dem Wasserionisierer extra noch dazu. Typischerweise ist aus Korea schon in den Verpackungen der ganzen Wasserionisierer ein 1/2 Zoll T-Stück auch mit dabei. Dieses T-Stück ist von John Guest, DVGW, geprüft mit einem Rückflussverhinderer. Das heißt, das darf kein Installateur sich weigern zu installieren. Wenn Sie sagen, Sie haben da schon einen Waschmaschinenanschluss dort unter der Spüle und aber keine Waschmaschine oder Spülmaschine, dann senden wir Ihnen dieses Waschmaschinenanschlussteil mit. Nach diesem Waschmaschinenanschlussteil kommt dann hier dieses Durchflussmengenreglerteil und schon haben Sie, in dem Fall haben wir hier so einen Durchflussmengenregler und schon haben Sie gar nicht groß mit T-Stück installieren angefangen, sondern direkt da dran. Es gibt ja vielleicht Leute, die haben einfach so einen 1/2 Zoll Anschluss hier oben frei, der abgesperrt ist, so wie ich ja hier im Endeffekt mehrfach. Dann kann ich Ihnen auch so ein 1/2 Zoll Endkappe zusenden, wo Sie dann auch mit dem Schlauch ganz einfach dann weitergehen können. Das sind diese typischen Steckverbinder. Man drücke, ziehe. Unter Druck geht es nicht, das heißt, man muss schon Druck abbauen, bevor man da arbeitet. Das gleiche gibt es auch für 3/8 Zoll. Nennen Sie mir Ihre Zollgewinde, ich liefere Ihnen das richtige Steckteil. 3/8 Zoll Außengewinde hätten wir auch, 1/2 Zoll Außengewinde hätten wir auch. Das heißt, dann können Sie ganz einfach an Ihr bestehenden Anschluss, egal welcher Art, direkt einen Festwasseranschluss setzen. Was passiert jetzt mit diesem Schlauch? Der muss dann natürlich, wenn das Ganze unter Ihrer Spüle ist, durch eine Bohrung, hintenrum, irgendwie muss er natürlich in den Ionisierer reingelangen. Das ist das einzige Installationsproblem bei der ganzen Sache, weil viele überlegen sich dann, oh, ich habe eine Granitplatte, kann ich da durchbohren, was sagt mein Vermieter dazu? Ich kann Sie nur beruhigen, es gibt da so Manschetten beim Baumarkt zu kaufen. Das heißt, wenn da eine kleine Bohrung von gerade mal 6,35 hat der Schlauch, Sie bohren mit einem 6 mm Bohrkopf und dann leiern Sie das so ein bisschen aus, dann kann man den genau passgenau durchstecken. Wenn Sie wieder ausziehen, können Sie das weglassen und dann haben Sie diese Manschette drauf, schaut aus wie in so ein Geldstück, gibt es in Edelstahl auch für 15 Euro, sonst für 3 Euro. Kann man von unten mit einer Schraube zumachen, mit einer Mutter und schon schaut es so richtig schön edel aus und kein Vermieter kann irgendwas sagen. Aber eine Bohrung, egal wie dick Ihre Granitplatte ist, egal wie dick Ihre Metallplatte ist, wir können durch alles durch, ich kann Ihnen die Bohrer kostenfrei zur Verfügung stellen. Auch bei dem Bedienhahn für den EOS, Genesis und EOS Revelation, da sehen Sie auch, da ist ein Bedienhahn dabei, da braucht man dann die 35 mm Bohrung. Das heißt, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, da 35 zu bohren für manche Leute, aber für Blech gibt es eine Stanze, kann ich Ihnen zusenden kostenfrei, und für Granit gibt es einen Granitbohrer, sogar auch für die Flex als Bohrkrone kann man dann nutzen, das geht dann wie durch Butter durch, dauert halt paar Minuten, aber auch durch normale Holzplatten gibt es dann total gute, einfache Shellbohrer. Und das können wir Ihnen alles zur Verfügung stellen, bis hin zur Installation. Wenn Sie sagen, ich habe zwei linke Hände und habe keinen Handwerkerfreund oder kenne niemanden, der mir eine kleine Bohrung machen kann für die Festinstallation vom Wasserionisierer oder die größere Bohrung,
dann kümmern wir uns darum. Dann entweder haben wir einen Installateur, der sich mit der Wasserionisierertechnik in ihrer Nähe ist und auskennt und in ihrer Nähe ist und sie dann besuchen kommt und das Ganze installiert. Oder ich finde einen Installateur, der gleich bei Ihnen im nächsten Dorf ist und dann rüberkommt, und das wird sie dann wahrscheinlich zwischen 100 und 150 Euro kosten inklusive Anfahrt. Und zu dem Bedienhahn möchte ich noch etwas sagen. Das hier ist der Bedienhahn für den EOS Revelation. Er ist wirklich sehr schön, alles schön. Hier ist eine Folie auch drauf, hier auch. Und der Bedienhahn, ich finde der beste von den ganzen Untertischionisierern. Da kommt ja auf jeden Fall hier noch, kommen diese zwei Schläuche rein, basisch und sauer. Und da möchte ich jetzt hier auf diese Bohrung eingehen. Sprich, wenn Sie nur den Platz hier haben und gerade mal hier eine 35 mm Bohrung hinmachen können, das ist natürlich blöd, weil dann würde der ja schief stehen. Und dann würden Sie schon die Idee des Untertischionisierers aufgeben. In so einem Fall sprechen Sie mit mir, weil es gibt verschiedene Lösungen. In dem Fall würde ich dann zum Beispiel hier dieses dazu tun. Dann wäre es auch auf selber Höhe. Und dann könnte man den ohne Probleme über die Ecke stehend installieren. Und wenn unten dann, es heißt so, ja toll Herr Abgenauer, wie soll ich dann unten mit dieser Riesenmutter da drankommen? Das heißt, von unten würde das gar nicht gehen, weil ja da wieder was raussteht. Oder es ist kein Platz da. Da haben wir auch schon vom Hersteller extra sehr teuer diese kleineren Mutter uns besorgen lassen. Aber sonst gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie online einfach hier von Hans Grohe eine Schaftbefestigung komplett bestellen. Die hat den Vorteil, dass sie noch hier diese zwei Schrauben hat, die dann noch dazu dann diese, nachdem Sie es festgemacht haben, Sie können es nie so richtig mit der Hand festmachen, können dann nochmal so hier so richtig dagegen kontern und dann sitzt der Bedienhahn perfekt. Das heißt, am liebsten würde ich vom Hersteller das bekommen, aber Sie können das auch einfach online bestellen auf Amazon. Hans Grohe Schaftbefestigung komplett 35 mm Gewindedurchmesser. Und somit haben wir auch an diese Sachen gedacht. Das heißt, dass Sie bitte daran denken, egal wo Sie das installiert haben wollen, ich kann Ihnen helfen. Ich habe da schon alle möglichen Installationen selber gemacht, sehr viele schon. Und das wäre alles zu sagen zu Installieren von Wasserionisierern, entweder fest installiert mit einem T-Stück oder mit irgendwelchen anderen Wasserhahnanschlüssen, Zollgewindeanschlüssen, Außengewinde, Innengewinde, ist uns egal, Gewinde. Am Wasserhahn installiert haben wir es Ihnen auch gezeigt, wie sowas funktioniert. Das heißt, eigentlich müsste installationstechnisch jede Frage geklärt sein. Wenn Sie aber Fragen haben, können Sie mich natürlich fragen. Nichtsdestotrotz, egal, Sie haben mich nicht gefragt, Sie haben irgendwas bestellt und dann kommt es an und dann sprechen Sie erst mit mir und dann bemerken Sie, dass Sie den falschen Ionisierer gekauft haben. Haben den aber auch schon gebraucht, Ihren falsch gekauften Ionisierer, kein Thema. Wir haben eine zweiwöchige kostenfreie Testphase, die kann auch ausgedehnt werden bis zu 4 Wochen. Das heißt, auch keine Angst, wenn dann 2 Wochen jetzt der Ionisierer gekommen ist und Sie 2 Wochen nicht installieren konnten, sprechen Sie mit mir, damit ich Ihnen das auch auf der Rechnung dann draufschreibe. Aber grundsätzlich, Sie haben 2-wöchige kostenfreie Testphase am Anfang, ab Ankunft des Ionisierers theoretisch, praktisch auch gern ab Installationszeitpunkt, was ja manchmal dauert. Und dann haben Sie dann nochmal 5,5 Monate Garantiephase, Zufriedenheitsgarantiephase. Das heißt, wenn Sie aus irgendeinem Grund unzufrieden sein sollten, nachdem Sie sich ja mit der Materie dann wirklich beschäftigt haben in den ersten 6 Monaten, dann würde ich die Anlage wieder zurücknehmen, würde dann 80% vom Betrag Ihnen wieder zurück erstatten. 20% wäre dann praktisch so eine kleine Leihgebühr, damit wir das Gerät wieder 20% günstiger verkaufen können und noch dazu neue Filter reinbauen müssen und das Gerät sauber machen müssen. Das ist schon immer Arbeit. Und das heißt, Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben entweder eine Leihphase gehabt, die Sie dann 20% des Gesamtbetrages gekostet hat, um die 300 Euro vielleicht, oder Sie haben gleich in der Anfangstestphase gesagt, nee, ich will es doch nicht haben, mir gefällt die Farbe nicht, schicken Sie es mir zurück, ohne Grund, egal wie, aber am besten sprechen Sie mich nochmal vorher an, weil oft sind auch Gründe dabei, die ich dann am Telefon gleich ja, bereinigen kann. Das heißt, ich würde sagen, jeder sollte sich sowas mal da ausprobieren. Und wenn man dann sagt, so, hey, das ist mir doch irgendwie zu viel, auch wenn der Herr Abgen da so kompetent erscheint und alles aus dem Stegreif erzählt,
Damit kann jeder anfangen. Wenn Sie, nachdem Sie das gekauft haben, in einem Jahr plötzlich dann doch sich hocharbeiten zu dem hier, können Sie den immer noch an Ihre Tochter verschenken oder an Ihren Vater, Mutter, wem Sie wollen. Jeder freut sich über so ein wertvolles Geschenk, wo Sie 40 Mal draufdrücken und dann ionisiert der Ihnen in 2 Minuten das Wasser dahin und dann haben Sie auch noch Wasserstoffblasen da sehen können mit Sauerstoffblasen. Also macht schon sehr Spaß. Zudem gibt es noch den kleinen Bruder zu diesem Produkt, wenn ich schon dabei bin. Der macht dann hier desinfizierendes Wasser, da schütten Sie Wasser und Salz rein und nach 15-20 Sekunden ist das Wasser hier voller Wasserstoff, aber auch Hypochlorid ist antioxidativ und oxidativ, das heißt saures und basisches Wasser in einem und dann nehmen Sie das und machen das wie die ganzen Asiatinnen, die alle komischerweise so jung ausschauen. Die beiden Produkte kann man nichts falsch machen, auch, also günstig. Und sonst geht das Sortiment so weiter, aber ich kann Ihnen empfehlen, eins dieser Geräte, entweder der oder der oder der. Also, und sonst, eigentlich jeder will einen Untertisch-Ionisierer haben. Und dann würde ich sagen, wenn Sie dieses Video gesehen haben und sagen, dass Sie dieses Video gesehen haben, dass Sie den Untertischwasser-Ionisierer nochmal 100 € Rabatt bekommen. Und sagen Sie einfach Videorabatt Juni.